Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren F1 2020 Video auf meinem Kanal. Heute mache ich die F1 Esports Qualifier Challenge in Silverstone. Die Challenge besteht darin, mit Lando Norris das Real-Life-Rennen praktisch zu Ende zu fahren, die letzten 5 oder 6 Runden, und sich da von P6 mindestens auf P4 vorzuarbeiten. Dazu kriegt man dann auch Punkte, abhängig davon, welche KI man fährt, wie gut die Gesamtzeit ist, ob man Strafen und Verwarnungen bekommt oder nicht und welche Fahrhilfen man benutzt. Dementsprechend ist es bei mir natürlich nicht so, dass ich da ernsthaft um die Top-Plätze mitfahren kann, nachdem ich normalerweise auf ungefähr 95er KI fahre, mit Traktionskontrolle Mittel und ABS an. Trotzdem werde ich jetzt erstmal auf 80er KI meinen ersten Run starten, weil ich gestern festgestellt habe, dass mit 90 bzw. 95er KI das schon sehr, sehr hart ist. Also ich weiß nicht, was da eingestellt ist, aber es kommt mir schon deutlich härter vor, als wenn man normalerweise mit der KI-Stufe fahren würde. Aber mal schauen, wie es läuft und wo ich lande. Ziel wäre, Top 10% vielleicht der Welt zu schaffen irgendwie. Mal schauen, wie es läuft. Ja, 109.000. Das ist noch weit weg. Das liegt aber natürlich auch an der KI. Ich vergleiche das mal kurz mit anderen, die das gefahren sind, und dann schaue ich mal bei den einzelnen Kategorien, wie viele Punkte ich da mehr holen könnte. Okay, jetzt versuchen mit 88er KI. Ich werde nachher am Ende vom Video wahrscheinlich noch eine kleine Rage Compilation dazu schneiden, weil, also was hier gerade die ganze Zeit passiert ist, ich bin echt ohne mal ausgerastet. Ich glaube, das ist ganz unterhaltsam für euch. Schaut es euch gerne an. Es ist Wahnsinn. Wieder eine ganz gute erste Runde. Jetzt muss ich ins CS-Fenster kommen.
jetzt hier an Alonso vorbei. Und noch an Hamilton. Wir mit dem Benzin noch aus. Wenn er ist der Erstfenster kommt, bevor ich ist der Erstfenster kommt, habe ich ein Problem. Komm jetzt. Muss reichen jetzt. Jawohl. Komm. Okay, jetzt sind wir beide drin. Nur ob sich jetzt schon und er noch nicht. Vielleicht, also jetzt in der nächsten, der ist gerade, muss ich holen. Bisschen Glück hat er kein DS. Jawohl, er hat kein DS, das ist so wichtig. Und jetzt vorbei, und jetzt vorbei. Er ist vorne ins DS ranhängen. Aber ich mach jetzt keine Faxen, bitte. Einfach die Runde nur dranhängen. Das ist das Einzige, was zählt. Ich muss nicht angreifen. Ich muss einfach nur das Tempo mitgehen.
Das war ein guter Try. Komm schon, bitte. Bitte ist der besser. Das sind jetzt 8 KI-Stufen mehr. Also. Das muss doch jetzt eigentlich besser sein. 112.000, jawohl. Zeige ich euch mal im Vergleich den ersten Try und den Try, wo ich mich wie verbessert habe. Aber ich glaube, viel mehr ist es nicht drin. 88 KI, man hat ja gesehen, es war schon sehr close. Vielleicht würde ich 90 noch packen, aber ich weiß nicht, ob es dann so viel besser wird. Damit bin ich jetzt Platz 492 am 10. Februar, Freitag. Mal schauen, wie weit ich da noch zurückfall. Aber Top 6% ist ganz gut, würde ich sagen. Schauen wir hier nochmal auf die Rangliste für Zeiten und Punkte. Ich habe meine Zeit um ein paar Sekunden wohl verbessert. Also ich war ja vorhin 15 Sekunden weg, jetzt sind es nur noch 12. Und natürlich auch 3000 Punkte mehr. Damit würde ich sagen, war es von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist mal ein durchschnittlich guter Formel 1 22 Fahrer den Qualifier spielt. Und da habt ihr vielleicht auch einen Vergleichswert. 88 KI war es jetzt am Ende. Bisschen mehr wäre vielleicht noch gegangen, aber ich habe zu viel Nerven verloren. Werdet ihr gleich sehen. Und damit haut rein. Ciao. Was ist denn? Ey, ich schwöre, was ist das? Wieso? Ich kann auf einmal nicht mehr auf. Ich kann auf einmal nicht mehr Auto fahren, oder was? Was zum Fick ist das? Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Was ist denn das? Ich schwöre, ich check's nicht. Ich kann es nicht. Also mal rutsche ich überhaupt nicht und dann wieder geisteskrank. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann es jedes Mal anders sein? Schau, jetzt dreht mich wieder und dreht mich. Ich verstehe es nicht. Aus dem Nichts verliere ich wieder das Auto. Jedes Mal, ich verstehe es nicht. In der ersten Runde jedes Mal. In der Runde danach nie. Wieso? Wieso? Mann! Woher kommt jetzt dieser Ausbruch? Oder vom Heck? Digga, ich kann es nicht mehr, Digga. Ich spiele so scheiße. Was passiert hier? Es ist so unberechenbar, was mit diesem scheiß Auto passiert, Mann. Es ist noch nicht zu viel verlangt, Mann. Das ist einfach jede Runde gleiches. Ich war nicht off-track. Ich war nicht off-track, Mann. Ich schwöre, es ist nicht feierbar. Es ist wirklich nicht feierbar. Also, es ist nicht zu spielen, diese Challenge. Es ist unfassbar, Mann. Ich darf nicht auf diesen fucking Curb kommen. Wieso fahre ich da jedes Mal drauf? Ich weiß es doch ganz genau. Wieso tust du dir das an? Du sagst, du hältst es aus, aber wie lang?